Hallo und willkommen zurück zu X Rebirth. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ihr könnt euch erinnern, wir haben verzweifelt nach einer Station gesucht, die uns aufgenommen hat. Naja, wir haben jetzt auch eine gefunden. Und was ihr jetzt nicht wisst, ist, dass ich, wenn ich ehrlich bin, zwei Folgen, die ihr nicht gesehen habt, damit verbracht habe, einen Händler zu finden, der mir so eine beknackte Trojaner-ROV verkauft. Und ich habe mir jetzt gedacht, und ich habe eben jetzt gerade eben jemanden gefunden, nachdem ich 50 Mal gelandet bin. Die ganze Zeit solche Typen. Immer wieder triffst du solche, wie zum Beispiel der Kollege hier. Das ist ein Drohnenverkäufer. Das jagt mir Angst ein. Und jetzt setzen sie auch noch Xenon-Technologie ein. Das ist eine völlig... Guten Tag, Pilot. Der hier zum Beispiel, der ist jetzt... Was kann ich Ihnen anbieten? Der ist uns jetzt hier freundlich gesinnt, sag ich mal. Ja, spezialisierte Drohnen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Tja, absolut. Wir haben keine Trojaner... ROV, die uns verkaufen würde, also war es das im Prinzip. Wir können hier wieder verschwinden. Bis zum nächsten Mal. Dann hatte ich dutzende Male die Fälle, dass wir hier einen Drohnenverkäufer haben. Das war hier ein Lizenzhändler, aber dass wir eben Drohnenverkäufer haben, die uns feindlich gesinnt waren, sprich, die haben ihnen einen roten Koffer gehabt und folgedessen haben wir mit denen eben nicht handeln können. Und jetzt habe ich gerade eben vor zwei, drei, vier Minuten. Halt auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Wenn Sie sich solche Sachen leisten können, brauchen wir nicht über Wechselgeld reden, oder? Bist recht kurz angebunden, junge Dame. Jetzt eben vor ein paar Minuten habe ich endlich jemanden gefunden, der mir eine Trojaner ROV verkauft. Und ich habe mir gedacht, euch interessiert wohl kaum, wie ich eine Stunde lang quer durch den Raum irre, deswegen habe ich das einfach mal weggelassen und mache jetzt eben an der Stelle weiter. Also, ihr habt im Prinzip nichts verpasst, außer wirres Umherirren. Von dem her, verkaufen wir jetzt den ganzen Schrott mal, den ich da dabei habe, denn das werde ich nie brauchen. Und ich will Geld haben. 165 Raumanzüge. Das bringt einiges an Kohle. Ja, 16.000, das ist schon nicht schlecht. Medizinische Ausrüstung haben wir auch gleich an Bord. Wo haben wir denn die eingesammelt? Wahrscheinlich irgendwie, als wir ein Schiff zerstört haben. Das ist auf jeden Fall auch eine Menge Geld wert. Und Handfeuerwaffen haben wir auch gleich. Da zieht zumindest nichts, deswegen verkaufen wir das Zeug einfach mal. Bringt, wie gesagt, auch Kohle. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen was im Geldbeutel. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendjemanden finden, den wir was andrehen können. Weil ich muss dazu sagen, ich habe zwar auf den ganzen Stationen rumgeschaut und habe jemanden gesucht und weiß jetzt auch ungefähr noch, wo er war. Also, das ist das Nächste. Aber ich habe eben die ganzen Sachen nicht verkauft. Ich habe nicht geschaut, ob es hier irgendwas Verstecktes gibt. Ich habe nicht geschaut, ob es irgendwelche Lüftungsschächte gibt, die man eventuell mal unter die Lupe nehmen sollte. Also ich habe im Prinzip gar nichts gemacht. Von dem her habe ich mir auch nicht genommen, nicht die Spannung oder nicht irgendwie die Entdeckerlust genommen. Von dem her hat man auch nichts wirklich verpasst. Ich habe auch nichts verpasst, außer eben, dass wir jetzt jemanden gefunden haben. Hallo Pilot, naja. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Genau. Sicher. Metallschrott, den kann man nämlich auch verkaufen. Ich habe doch gewusst, dass ich irgendwas mit Schrott habe. Wenn es auch nicht viel Geld bringt, aber immerhin. Tschüss. Ciao. So, was ist denn das für einer? Das ist eine Lizenzhändlerin, die bringt uns gerade relativ wenig Bergbau zu liefern. Aber ich glaube, wir haben nichts, was sie interessiert. Und was warst denn du? Ausrüstungsverkäuferin? Nee, da waren wir schon, glaube ich. Oder waren wir bei der Ausrüstungsverkäuferin? Schauen wir doch mal schnell hin. Hallo, Pilot. Hi. Was kann ich für Sie tun? Bist von Herz von Albion, das ist gut. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Das ist erstklassige Ware. Sie können meine Mutter fragen. Ja, ich will dich gar nicht. Ich glaube dir das alles aufs Wort. So, und da verkaufe ich jetzt auch einfach mal alles. Denn gut, ich weiß zwar jetzt, wie viel die Trojaner ROV. Ich weiß nicht, was ich mit dieser doofen Attentäter ROV habe. Die ganze Zeit schon. Ich weiß jetzt zwar, wie viel die Trojaner ROV kostet, aber das ist dann auch schon das Einzige, was ich weiß. Von dem her kann ich euch sagen, wir brauchen Kohle. Damit wir eben halbwegs irgendwas im Geldbeutel haben, sonst sieht es nämlich sehr, sehr mau aus. So, und was haben wir hier für Leute? Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass vor 40 Jahren noch keiner... Guten Tag, Pilot! Hi. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich unterbreche dich jetzt mal einfach. Absolut. Die brauchen wir noch, die wollte ich nicht verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Aber wir können den Techniker hier mal fragen, halt auf ein Wort. Ob sie mein Schiff repariert. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Ja, gut, das ist ja... Hopp. So.
Dann wäre unsere Albion Skunk mal wieder auf Vordermann gebracht. Das ist eine Pilotin, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Da unten waren wir, glaube ich. Nein, da waren wir noch nicht. Wir looten hier einfach mal wieder fröhlich. Wer wohnt denn hier? Bergbau, Zulieferer und Manager, der bringt uns gerade nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück in die Albion Skunk. Wie gesagt, ihr habt nichts verpasst. Ihr habt nur eine Stunde rumirren im Raum verpasst. Denn ich habe es nochmal probiert. Ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, an der Station anzudocken, die uns feindlich gesinnt ist. Sprich, ich habe es nicht geschafft, an der PMC-Station anzudocken. Von dem her habe ich jetzt eben eine Alternative suchen müssen. Und das war halt, das hat halt eine Stunde gedauert. So, jetzt hoffe ich, ich finde auch wieder dahin zurück, wo ich hin muss. Da steht unten, betritt Trojaner ORV. Und du musst halt jetzt erstmal einen Händler finden. Da ist, da sind zwei oder das sind sogar, glaube ich, drei drauf. Aber allerdings will da keiner uns was verkaufen. Die sind alle rot, haben alle einen roten Koffer. Dann war ich da oben irgendwo. Da sind drei verschiedene Andockstellen. Da wollte mir keiner was verkaufen. Und wo war denn das jetzt? Ich glaube, das war die Station da hinten, die... oder war es vielleicht sogar da oben? Nee, da war es nicht. Wo war das denn? Da drüben war es. Ups. Da oben müsste es gewesen sein. Also nicht an dieser, an dem hier, sondern irgendwo da drüben. Oder war es vielleicht ganz oben? Oder war es da? Nee, das war, glaube ich, ein Schraubenschlüssel. Das war ein Schraubenschlüssel. Ach, verdammt, ich hätte mir doch merken sollen, wo die Station war. Tja. Das ist halt, das bin ich. Jetzt schauen wir aber trotzdem mal schnell da rein. War das da? Es war auf jeden Fall ein Split, dem ich das Zeug abgekauft habe. Ja, ich glaube, da war ich sogar mal drin. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich da... Wir sind erfreut, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, dass ich da offscreen danach gesucht habe. Aber ich meine, hättet ihr euch wirklich 2x25 Minuten reines Rumirren angeschaut? Ich glaube eher mal nicht. Da, das ist... Oh! Ach, schau an, da ist er ja. Du warst doch vorhin da drin gestanden. Das ist der Chiffsten. Genau, das ist der... Das sind übrigens Split. Ja, die sehen komplett anders aus wie in X3 oder in den Vorgängern. Die haben anscheinend auch keine Augen. Die schauen hindurch. Naja, auf jeden Fall, das war der Typ. Der müsste eine Trojaner ROV haben. So hieß der Typ. Sprechen wir dich mal an. Begrüßen Pilot zu Besuch. Wir anbieten gute Geschäfte. Ja, das will ich hoffen. Spezialisierte Drohnen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Split verkaufen beste Gegenstände hier. Boah. Hey, letztes Mal warst du aber billiger. Vorhin hat es, glaube ich, 28.000 gekostet. Jetzt kostet, warum kostet es gleich 30.000? Naja, auf jeden Fall, wir brauchen die Trojaner ROV. Er hat gut den gleichen Warenbestand, aber wir brauchen das hier. Ich möchte mir eine kaufen. Meine Güte, das hat mindestens eine Stunde gedauert, bis ich endlich mal so einen doofen... in dem Fall muss ich ihm ja danken, dem Split hier, dass er uns da was verkauft, denn das war... Ich habe schon gedacht, ich krieg die Krise, ey. Du fliegst in diesem komischen... Nee, das ist ja kein Sektor. Du fliegst in dieser Zone rum und suchst verzweifelt... Ja, das ist das. Das stimmt das schon. Da war vorhin der... Da war er gestanden. Da, wo jetzt der Teladi steht, da war der Split vorhin gestanden. Na, genau. Und jedes Mal solche NPCs mit roten Koffern. Überall. Da hast du die Krise gekriegt. Aber zum Glück habe ich jetzt doch jemanden gefunden, dem er das Zeug vertickert. Wie gesagt, du kannst da... Ich hab da nicht andocken können. Und ich wüsste jetzt auch nicht auf die Schnelle oder ad hoc, wie ich jetzt diese Beziehung dazu PMC wieder auffrischen sollte. Ich habe zwar auch in den Foren mal... Oder was heißt in den Foren? Es gibt ja nicht wirklich viele Einträge. Ich habe bei Egosoft nur in dem Feedback-Thread gelesen, dass er eben auch minus 20 bei PMC ist. Und da habe ich mir schon gedacht, aha, das ist also wirklich von der Story her so. Ist bemerkenswert, wenn man weiß, dass es vor 40 Jahren gab. Dass PMC schlecht gestimmt mit dem Spieler ist, das ist jetzt nicht unbedingt mir irgendwie zu verdanken, sondern das ist wirklich so. Von dem her bin ich da dann doch schon, wie gesagt, beruhigt. Aber,
Naja, vielleicht ist das auch die erste Besonderheit gewesen in X-Rebirth. Dass du echt mal suchen musst. Wo ist er denn? Naja, ihr Grummeltypen. Ja, dass du erstmal suchen musst, wo denn der richtige Händler ist. Und das kann halt entsprechend dauern. Deswegen jetzt mal meine Frage an euch, wenn wir schon dabei sind. Wollt ihr, dass ich das in Zukunft wieder so mache, dass ich, wie gesagt, offscreen mehr oder weniger nach dem entsprechenden Händler suche oder nach der entsprechenden Sache suche, das auch immer mache, was ich denn machen muss, ohne euch dann da entsprechend zu langweilen? Oder soll man die harte Tour machen und das wirklich alles onscreen machen? Wobei ich das eher nicht machen würde, weil, wie gesagt, sonst die Langeweile Vorherrschaft nehmen würde. Und das wäre nicht besonders, auch nicht dem Let's Play entsprechend, würde das nicht zugutekommen. Von dem würde ich sagen, solche Sachen mache ich lieber wieder offscreen und mache sie dann im Spiel richtig. Aber ich meine, ich war letztes Mal irgendwo anders. Oder war das irgendwie andere? Ich weiß es nicht mehr. Ich war an so vielen Stationen inzwischen dran, hier in diesem Sektor, in dieser Zone, da muss ich schon gleich überlegen, dass ich selber noch mal weiß, wo ich da genau war. Aber es war ja der gleiche Split, den wir da vorhin angetroffen haben. Von dem her haben wir das jetzt hier endlich zum Glück alles. Was bist du für ein Schiff? Siehst ja putzig aus. Sieht aus wie so ein halber Transporter, Personentransporter, so ein Bus oder so, was auch immer. Naja, Bus im Weltraum. Ach, der kam da raus, ne, okay. Gut, auf jeden Fall, mache ich hier mal schnell. So, das hier und dann, na, das ist mir zu laut. Schönes Bild. So, dann gehe ich mit T in mein Auswahlfenster. Ja, da ist sie. Die Trojaner ROV. Nein, jetzt ist dieses doofe Schiff schon wieder da. Das ist so furchtbar. Muss ich jetzt da echt wieder woanders hin? Ich glaube, ich mach das mal anders. Ich flieg da jetzt, wisst ihr was? Ich flieg da jetzt da unten runter. So, und da. Stopp. Und wehe, der schießt mich hier ab. Du schießt mich hier nirgends ab. So. T. Und dann Trojaner ROV. Dann geht's hier endlich weiter. Das war ja mehr als furchtbar. So, Hecke Ort. Ja, welchen Ort? Achso, ja, das wird mir angezeigt. Nähere dich einer Infostelle und wähle die Option Drohnenhack aus dem Interaktionsmenü. Okay, muss ich da jetzt wirklich dahinter? Oh Mann, ja gut. Uah! Alter, habt ihr einen Knall? Ich habe keine Waffen, verdammt. Naja, auf jeden Fall. Nee, wisst ihr was? Ich muss da näher hinfliegen. Ich fliege doch jetzt keine 15 Kilometer dahinter. Durch Hacken kannst du die Produktion unterbrechen, Waffen unbrauchbar machen oder Fracht aus dem Lager werfen lassen. Okay. Dann durch Escape. Ja, okay, da können wir die Drohne wieder verlassen. Jetzt suche ich mir mal irgendwie einen Punkt da oben aus. Möglichst weit weg, aber gleichzeitig auch nah an der Station, um eben nicht sofort ins Kreuzfeuer von diesen doofen PMC-Typen dazu gelangen. Und hoffe mal, ich kann hier stehen bleiben, was ich ehrlich gesagt nicht vermute, denn da kommen schon die ersten Schiffe, oder? Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit rückwärts fliegen, das wäre ja die Möglichkeit. Naja, T, probieren wir es einfach mal. Attentäter, Trojaner, ROV. So, und los geht's. Ja, diese Drohnen sind schon interessante Neuerung im Spiel. Hast halt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Du hast, glaube ich, 8 verschiedene Drohnen, die du da auf der Albionsgang mitnehmen kannst. Oder waren es vielleicht sogar 10? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Hast du schon einige Slots frei? Ich bin jetzt gespannt, was wir da hacken müssen. Wie gesagt, jetzt habe ich wieder keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wir haben jetzt gerade eine Stunde lang virtuelles Suchen übersprungen. Von dem her sind wir immer noch im Patch 1.17, falls das jemanden interessiert. Werde aber nach der Folge hier eine kleine Pause machen, beziehungsweise abwarten, falls vielleicht morgen ein Patch rauskommt. Weil ich meine, das ist jetzt ein neuer Rekord. So lange hat Egosoft lange nicht gewartet, einen Patch rauszuhauen. Ganze 4 Tage ohne Patch in X-Rebirth Tide Release. Das ist ein neuer Rekord. Naja, auf jeden Fall, das muss hier irgendwo sein. Und jetzt? Da oben. Was muss ich jetzt machen? Ah.
Nee. Was muss ich jetzt machen? N? Nö. Schilde kritisch. Muss ich vielleicht das hier? Schilde kritisch? Oh nein, die Albion Skunk. Oh Mist, oh Mist. Hey, das ist doch zum... Also... Ihr könnt nicht mal echt alle. Also nicht ihr, sondern ihr PMC-Fuzzis. Schande. Ich muss zurück zu denen da. Ich habe keinen Booster mehr. Die Schilde sind zu schwach. Aber was hätte ich denn jetzt da bitte schön gerade hacken sollen? Da ging doch gar nichts zum Hacken. Gut, es war der Schildgenerator, der da ausgewählt war, aber... Da kannst du ja schlecht was hacken, so ich hoffe mal, der sieht mich da nicht. Dann bleibe ich nämlich da wieder stehen, da war doch gerade auch schon, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da oben bleibe ich mal drin. So, bringt zwar nichts, aber... Naja. So, die ganze Show... Hey, ihr könnt mich doch, ganz ehrlich, was soll denn der Mist? Also, falls das hier ein Bug ist, ein Story-Bug ist, dann ist er verdammt schlecht. Wenn das kein Story-Bug ist, dann ist das verdammt beknackt. Weil ich meine, wie findest du denn jetzt hier richtig, Wisst ihr was, ich flieg da jetzt mal rein. Ganz langsam. Vielleicht passe ich da wirklich irgendwie. Passe ich sogar rein. Wow. So, ich bleib da jetzt mal stehen. Ich hoffe, ich komme ja irgendwie wieder raus. So, und wehe. Wehe, ich krieg hier irgendwie Probleme. Ach nee, nicht N. Ich möchte T. T und Hacker-Drohne. Nee, Trojaner-Drohne. So, jetzt muss ich hier irgendwie aus dem ganzen Zeug hier rauskommen. Ah, da unten. So. So, wo geht's denn? Wieso muss ich jetzt dahin? Muss ich nicht irgendwie darüber? Tja, wieso muss ich jetzt hier hin? Ich hätte ab doch vorhin irgendwas da drüben hacken müssen, oder? Wieso muss ich jetzt hier, wenn wir was hacken? Oder ist das wirklich jetzt ein Story-Bug? Ich meine, bei Extreme Birth kannst du da nie sicher sein, was Bugs angeht. Obwohl ich da relativ verschont blieb. Was soll ich da jetzt scannen oder hacken? Soll ich einen Antrieb hacken? Tatsächlich, hacken. Dann machen wir es einfach mal. Das war alles, hacken. Wow, toll. Ich frage mich gerade, was soll das bringen? Vor allem, das ist doch ein freundliches, also mir freundlich gesinntes Schiff. Wieso soll ich das da bitte schön hacken? Wenn ich ehrlich bin, ach, ich komme nicht in mein Aktionsmenü rein, Mist. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gerade keine Ahnung, warum ich hacke. Hacken vor Ort. Soll ich verhindern, dass das Schiff wieder starten kann? Hacken. Was muss ich jetzt hacken? Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ah, verdammt. Ja, noch mehr Antrieb hacken. Ja gut, wenn ich einen Antrieb hacken soll, dann machen wir das halt. Hacken. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich einen Antrieb hack, aber... Hey. naja. Vielleicht liegt das auch schon daran, dass ich jetzt inzwischen schon zu viel Examen an einem Tag habe. Vor allem die Frustration, die ganze Zeit rote Köpfe, rote Koffer irgendwie zu sehen. Nur weil ich so eine beknackte Drohne suche. Ich brauche unbedingt eine Pause von nichts. Das ist gerade furchtbar. Jetzt bin ich, glaube ich, zu weit weg. Ich bin immer noch zu weit weg. Oh, oder nee, das ist ganz woanders, oder? Ja, das ist ganz woanders. Nee, das ist nicht woanders. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Das ist schon da unten. Wenn der jetzt die Turbinen anmacht, oder wenn der jetzt...
Was war jetzt das? Da stand zwar Hecken, aber... Also entweder hat diese Heckendrohne hier einen Bug, das Spiel hat einen Bug, ich habe einen Bug. das will ich jetzt gar nicht mehr bestreiten, dass ich einen Bug habe, aber auf jeden Fall irgendwie checke ich gerade überhaupt nicht, was Sache ist. Ich hack hier Antriebe. Wahrscheinlich, dass das Schiff dann nicht mehr fliehen kann. Aber warum sollte bitte schön das Schiff, das sowieso... jetzt müssen wir die Schildgeneratoren hacken. Ich glaube, wir machen das Schiff hier gerade völlig außer Kontrolle oder außer Betrieb. Wir sabotieren hier gehörig. Da muss ich denn da noch ran? Jetzt kann ich hacken. Muss ich da irgendwas machen, wenn diese Wellen da... Sieht aus wie Frequenzwellen oder irgendwelche... Amplituden und was weiß ich was. Muss ich da irgendwas drücken oder irgendwie reagieren drauf? Weil jetzt kommt sie da nicht, weißt du? Also irgendwie checke ich das alles nicht. Vielleicht bin ich ja wirklich zu doof. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich daheim? Das hier ist das die Brücke? Nö. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Tanker? Sieht mir fast so aus, wie wenn es ein Tanker wäre. Oh je, da mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Wir haben nämlich keine Waffen. Die Drohne ist völlig unbewaffnet. Dafür ist sie halt eine Trojaner-URV. Hacken. So, jetzt haben wir es aber bald geschafft. Vor allem, ich verstehe es nicht. Wir sollten doch vorhin die rote Station hacken. Und jetzt auf einmal dieses Schiff hier hacken. Mann! Bring mich hier noch halb um. Habe ich überhaupt eine Schadensanzeige oder sowas? Ja, links wahrscheinlich diese 100. Sprich, das hier könnte wahrscheinlich meine Schadensanzeige sein. Hacken. Jetzt soll ich das da drüben hacken. Ja, okay. Da war das kein Bug, sondern das war einfach... Trotzdem ist das jetzt ein bisschen doof, weil ich da rüber muss und ich fliege nur mit was weiß ich wie viel km/h. Deswegen denke ich einfach mal, dass ich das ein bisschen schneller laufen lasse, weil da passiert ja sowieso nichts. Und ich möchte meinem Schiff jetzt nicht aus der Deckung rausholen. Deswegen mache ich einfach mal ein bisschen schneller. So, da sind wir schon fast an der Station. Mir macht das hier oben Sorgen, denn das ist jetzt die ganze Zeit immer dunkler und oranger und jetzt ist es fast rot geworden. Ich glaube fast, das ist die Reichweite und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht zu weit weg sind. Beziehungsweise, dass durch unsere Entfernung wir die Drohne dann doch noch irgendwie steuern können oder sie wieder zurückkommt. Hacken. Hat funktioniert. Weil wie gesagt, oh, das ist wieder ein ganzer Kilometer entfernt. Boah, ich... Was bist denn du für ein Dingsbums? Fährst da hin und her. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob dann die Drohne wieder komplett weg ist, ob wir uns wieder eine neue Drohne kaufen müssen, weil das wäre ziemlich bescheiden. So, kann man das hier auch hacken? Na, wir sind zu weit weg. Komm, ein bisschen näher hin. Stopp. Drehen. Hacken. So, wo müssen wir jetzt hin? 1 Kilometer. Boah, Mann. Ich hoffe mal, dass die Verbindung... Ja gut, 1 Kilometer kann ich glaube ich noch riskieren. Nein, kann ich nicht riskieren. Obwohl, also weiter darf ich auf jeden Fall nicht mehr weg, denn... Verdammt! Das ist ein Stationsturret, wie das aussieht. Aber ich bin ja relativ gesichert. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Da muss ich mit dem Schiff näher hin.
Escape. So. Ich war hier nicht gesichert. Das sieht man an meinen Schilden. Denn da unten sind die Feinde. Ja, die hängen jetzt in der Station fest. Haha. Haha. So. Ich fliehe hier jetzt einfach mal raus und fliege zu der Station hin. Und dann, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier am blödesten machen. Mitten ins Feindgebiet. Da muss ich jetzt mal schauen, wo ich hier mein Schiff am besten verstecken kann. Wir sind zwar schon wieder über die Folgenlänge drüber, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade wurscht. Denn ich möchte das jetzt hier unbedingt fertig machen. Ich lege mich jetzt einfach mal hier rein. So. Drücke T, hole meine meine Trojaner-RV. Also was mit meiner blöden Attentäter-RV die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. So, und jetzt ab mit uns. Was? 7 Kilometer? Das war doch gerade nicht so weit weg, oder? Wir sind an der falschen Station. Wir sind an der falschen Station. So. Dann. Ab nach vorne mit uns. Tarnen wir uns wieder irgendwo da unten drin. Ich hoffe, da finden sie uns halt gleich. Obwohl, das ist ziemlich beschissen, die Position. Halt, ich muss T drücken. Oh Mann, das ist sowas von... So, wo ist das blöde Ding? Jetzt ist es wieder 5 Kilometer woanders. Wisst ihr was, das machen wir glaube ich doch nächstes Mal, denn sonst komme ich hier zu weit über diese Länge. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal ganz kurz stehen bleiben und sage, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ciao!